So, die Sonnengrüße, die kann man 3, 4, 5 Mal wiederholen und dann ist der Körper schön warm, aufgewärmt von innen. Und von hier geht es jetzt zu einem Cooldown. Also, wir kommen runter auf die Knie und von hier setzen wir uns auf die Ferse und ins Kind hineingleiten. Und dafür könnt ihr die Knie ein bisschen öffnen oder zusammenhalten. Das kommt darauf an, wie Platz der Bauch nach unten haben möchte. Aber ich mag es gerne, die Knie ein bisschen zu öffnen und dann legt ihr euch ab, die Stirn auf die Matte. Wenn der Po nicht auf die Ferse kommt, dann legt ihr die Hände übereinander, Stirn auf den oberen Handrücken, ablegen den Po in die Luft. Und von hier ein paar Mal tief ein- und aus in die Flanken hinein, einatmen und ausatmen. Den Puls beruhigen nach diesem Power-Akt. Und probiere so lange und gefühlt du kannst, durch die Nase auszuatmen, um die wilden Pferde wieder zu zähmen und vor die Kutsche zu spannen, sozusagen. Und von hier die Hände dann nach vorne wieder nehmen, nach oben drücken und in das Kamel kommen. Dafür die Fußspitzen aufstellen, die Hände auf den unteren Rücken und öffne dich nach oben hin, die Bauchdecke ein bisschen strecken, weiter ein- und ausatmen. Wenn du weitergehen möchtest, kannst du die Hände auch so in den unteren Rücken stemmen oder hier hinlegen oder hier hinlegen. Aber das Gesäß angespannt lassen, um den unteren Rücken zu schützen. Einatmen, ein letztes Mal dann ausatmen, Wirbel für Wirbel zurück, kommen auf die Fersen und dann hier in die Gegenbewegung kommen. Wenn der Fersensitz unangenehm ist, machst du das im offenen Sitz. In den Rundrücken einatmen, ausatmen, mit dem nächsten Einatmen öffnen und dann das rechte Bein über das linke Bein stellen im Drehsitz. Wenn du dann nicht mit beiden Po-Hälften auf die Erde kommst, das linke Bein lang ausgestreckt halten auf dem Boden. Nun umarmst du mit der linken Hand dein rechtes Knie oder richtig mit dem linken Arm dein rechtes Bein umarmen. Einatmen, rechter Arm geht nach oben, ausatmen, nach hinten ablegen. Und hier wirklich nicht so weit weggreifen, sondern nah an der Wirbelsäule bleiben. Und der linke Fuß ist gefährdet. Einatmen, der hintere Arm geht wieder nach oben, du schaust der Hand hinterher und ausatmen, einmal gegen. Ich habe den einmal von der Seite gesehen, jetzt bleibe ich hier vorne. Einmal gegendrehen und dann wechseln wir. Anderes Bein, das linke Bein über das rechte. Und du kannst fortgeschrittene Übung, aber nur wenn beide Po-Hälften auf dem Boden bleiben. Ansonsten ist es keine Chance, wir gehen zu kommen. Und dann umarmen mit der rechten Hand dein linkes Knie oder mit dem rechten Arm. Einatmen, linke Arm geht nach oben, länger. Ausatmen, nach hinten, die linke Hand nah am Rücken abstellen, schau dir die linke Schulter, rechter Fuß geflext. Einatmen, der hintere Arm geht wieder nach oben, du schaust der Hand hinterher, ausatmen, Gegendrehung. Einatmen, zurück in die Mitte, beide Beine lang nach vorne gestreckt. Und dann einatmen, nach oben kommen, Länge, ausatmen, einmal vorne ablegen. Dahin die Hände legen, wo du dich entspannt ablegen kannst und trotzdem eine Dehnung verspürst in den Beinrückseiten. Die Schultern bleiben unten, hier nicht quasi Modus, sondern jetzt eine Reihe. Und dann hier einatmen, Länge nach oben, ausatmen, die Arme nach hinten ablegen. Beine aufstellen, einatmen, nochmal in die Kniekehle greifen, öffnen, ausatmen, Wirbel für Wirbel in deine Endentspannung hinein. Hier bleibst du für ein paar Atemzüge liegen, spürst in den Körper hinein, spürst, was so passiert. Und dann kannst du den Tag erfrischt weiter verleben. Nein, das ist ein total blöder Endsatz.